Schönen guten Abend. Sie sind am Sonntag aus Kiew zurückgekommen, stehen im ständigen Twitter-Kontakt mit Menschen dort. Wie schätzen Sie die Lage jetzt ein? Hier hören wir, dass es Angst vor einem Bürgerkrieg gibt. Ich glaube, die Menschen, die dort auf dem Platz stehen, haben im Moment keine Angst. Das ist das, was sie mir ganz viel schreiben und am Telefon erzählen. Sie sagten schon letzte Woche, wir haben keine andere Wahl, als bis zum bitteren Ende hier zu bleiben. Wir werden hier stehen bleiben, denn in die alte Ukraine zurückzukehren, macht keinen Sinn. Keine Angst, obwohl es so viele Tote und Verletzte bereits gab? Tatsächlich haben die Toten und Verletzten, glaube ich, noch mehr den Willen geschürt, jetzt erst recht, so nach dem Motto, zumindest von den Leuten, mit denen ich in Kontakt stehe. Sie sagen, dieses Regime, das bereit ist, seine eigenen Bürger als Terroristen zu verfolgen, können wir nicht lassen. Jetzt erst recht, aber gibt es denn wirklich eine Chance, eben auf diese Art und Weise Janukowitsch zurückzuzwingen? Vielleicht schaffen wir es so, Janukowitsch zurückzuzwingen. Ich hoffe auch auf Hilfe aus dem Westen. Ich hoffe auf Sanktionen, und zwar persönliche Sanktionen gegen Janukowitsch und andere Parteifunktionäre von Europa aus. Wie sollen die genau aussehen? Beispielsweise haben Janukowitsch und andere aus der Partei private Konten hier in Europa, in Österreich. Diese Konten können gesperrt werden. Soweit ich weiß, gibt es dafür sogar eine juristische Handhabe. Und die Bedingung für die Freigabe dieses persönlichen Geldes der Politiker wäre, sofort die Gewalt einzustellen und Neuwahlen. Und Neuwahlen erscheinen Ihnen tatsächlich realistisch? Sie erscheinen mir realistisch, allerdings weiß ich nicht, ob sie besser sind, also ob dann was Besseres kommt. Wir haben uns in den letzten Wochen sehr bemüht, in Kiew ein System umzusetzen, das den Maidan und die Leute in der Ukraine demokratisch miteinander vernetzt, damit sie direkt miteinander sprechen können, einen Forderungskatalog aufstellen können. Aber das haben wir zeitlich nicht geschafft. Die Eskalation kam zu früh. Und wenn Sie sagen Neuwahlen, gibt es denn Personen, also jetzt, wir hören ständig von den Oppositionspolitikern, zum Beispiel Klitschko, der steht hier in Deutschland immer im Vordergrund, aber gibt es denn Personen, an die wirklich all diese Demonstranten glauben? Denn diese Gemeinschaft scheint ja doch sehr heterogen zu sein. Das ist das große Problem. Dort auf dem Maidan sind Linke, Rechte, Christen, Juden, Muslime, alle. Dort sind alle. Dort sind Rentner und Studenten. Und es gibt keine wirkliche Figur, auf die sie sich alle einigen können. Die meisten misstrauen den Oppositionsparteien genauso, wie sie der Regierungspartei misstrauen. Sie wollen nicht die eine Verbrecherbande durch die andere ersetzen, so sagen sie. Und ich glaube, auch Klitschkos Rolle wird hier sehr, sehr überschätzt, zumal er wahrgenommen wird als Ausländer. Er spricht nicht mal vernünftig Ukrainisch. Und das wird das Problem bei Neuwahlen sein. Ich weiß nicht, was am Ende dabei rauskommt, und das weiß niemand. Sie haben gerade gesagt, Sie haben versucht, sich auf ein gemeinsames Programm zu einigen. Sie waren mittendrin, Sie waren auch als Politikerin eingeladen. Jetzt wurde das unterbrochen. Aber kann das denn in den nächsten Wochen weitergehen? Also sehen Sie wirklich die Chance, dass diese vielen unterschiedlichen Menschen sich eben auf ein Programm einigen, was dann in irgendeiner Weise in Form einer Regierung Realität werden kann? Das Lustige an der Demokratie ist ja nicht, dass die vielen Menschen sich alle einig sein müssen, sondern sie bilden ein Volk und dieses einigt sich mehrheitlich. Aber sie verpflichten sich vorher, ihren eigenen Willen auch zu erfüllen, selbst wenn sie dagegen gestimmt haben. Diesen Prozess wollten wir in Gang setzen. Wir wussten selbst nicht genau, ob das überhaupt möglich ist. Aber unter den gewaltsamen Umständen, wie sie im Moment herrschen, ist das nicht möglich. Im Moment sind auf dem Maidan sehr aktiv die gut durchorganisierten Gruppen. Das sind hauptsächlich die autoritären Gruppen, nicht die Liberalen. Und im Moment geht es dort ums Überleben, nicht um den Bau einer neuen Gesellschaft. Was können Sie mit Ihren Twitter-Nachrichten, die ja teilweise auch sehr spontan eben aus Kiew kamen, erreichen, was die Medien hier vielleicht gar nicht können? Sie haben oft betont, dass Ihre Eindrücke doch ganz anders sind als das, was wir hier vermittelt bekommen. Das ist richtig. Ich denke nicht, dass hier eine Verfälschung stattfindet, aber es gibt so viele subjektive Blickwinkel und man muss sich wirklich mal eine ganze Weile durch diesen Mikrokosmos bewegt haben, um ihn auch zu verstehen. Ich versuche mit den Tweets, wo ich direkte Informationen von Bekannten, von Freunden aus dem ukrainischen Radio, aus den Streams bekomme,
zu übersetzen und damit so eine Art Mosaik zu bilden. Denn objektive Informationen hat in dieser Situation niemand. Aber wir können alle versuchen, uns zu bemühen, möglichst viel zu transportieren. Ich versuche, gegen Propaganda zu wirken. Es werden ja auch bewusst Lügen und Desinformation verbreitet teilweise. Auch falsche Bilder? Das haben wir gesehen auf Ihrer Internetseite. Da haben Sie ein ganz anderes Bild gesehen, als dorthin. Genau, also was mich eines Tages, ich war gerade auf dem Maidan und mich erreichte per Twitter ein Bild, wie Hitler über dem Eingang des Rathauses hängt. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich war 30 Meter vom Rathaus entfernt, bin dahin gegangen und habe diese zweite Aufnahme gemacht. Da hing Taras Schewtschenko, unser Nationaldichter. Das ist offensichtliches Photoshop und das wurde getwittert von einem Typ mit einer kleinen Russlandfahne im Avatar, also einem offensichtlichen Unterstützer Russlands. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Frau Weißband. Danke nach Münster. Vielen Dank Ihnen.